Hallo Tünja, von dir ist es so ein ganz besonderer schöner da. Ich dachte, ich will mein bisschen Relikt fahren, mal Fashion. Ich kann nicht so viel von Fashion, ich habe meine Angel geliebt, ich habe hier ein paar kleine Plastik in den Fäschchen, in Warm, nun will ich mal sein, dass dort was schaffen. Aber weißt du was, Tünja? Ich habe hier 2 Stunden gesehen und ich habe hier all die Drähte und immer wahre Haaren her, weil ich habe noch schöne Fäschchen gekriegt. Vielleicht hast du doch fehlte heute. Ich kann nicht sehr viel von Fashion. Aber während ich hier noch seit den Schof mit meiner Angel und probte Fashion, möchte ich dir eine Geschichte vertellen von Petrus und Andreas. Sei wie ein Fashion-Manner, sei kann dem viel mehr von Fashion. Da wird er Arbeit. Und ich stelle mir eins hier mal so vor, wenn dort er Arbeit wird, dann werden sie vielleicht an der Frühstück, Mittag und Unkas immer Fashion geben. Aber bei ihm passiert ein Tag, was ganz besonderes. Und wenn Jesaja aufmerksam horchen kann, dann wird Jesaja, was mit diesem Fäschermann passiert. Und währenddessen, wo ich ihn an Stutz hier wieder schaffen, soll er sich nach vor ein Fäsch kriegen, was ich von der auch kein Unkas essen. Hallo Kinder, mein Name ist Susi. In unserer Geschichte sage ich von dir, wie gut Fäschen. In uns Bibelvers dürfen wir es in Matthäus 4, Vers 19. In der sag, komm, folg mir nu, sagt Jesus, in ich will die Menschen fascher merken. Unser Lieb von dir ist, ich will Jesus nu folgen in all mit anderen Teilen. Bist du mal für ein Fashion, oder gekickt, wenn sie Fashion tun? Für viele, viele Jahre drei leben ein paar Männer einen neuen Wahl von Fashion. Sie werden auf ein großes Lick, auf ein Lick Genezareth. Petrus und sein Bruder Andreas haben die ganze Nacht über gefascht und nichts gekriegt. Petrus sagt, komm, werfe trainen in Haus. Sie nehmen den Erdenarzt an und es soll spät ohne Kund werden, sind so viele Menschen. Dann stoppt Jesus und Petrus sein Boot in ein Freikostüm auf dem Wudern abschieben. Und von dort verteilt Jesus zu den Menschen von Gott. Heuvel haben die Menschen sollen an ihm glauben, und dann würden sie ein Tag im Himmel kommen. Und es heu, ich vor, ich habe mir verteilt, kicke Petrus an und sag, komm, werfe Fäschen vor. Andreas, kick am so an. Die Sonne wird so heut. Keiner wird Fashion fahren, wenn er in diese hat. Wenn die Fäschen sind däub ein, wie das kalle Wutter, dann kann ich dich nicht reden, sag ich heu. Wir haben die ganze Nacht über geschafft, sagt Petrus, und wir haben nichts gefascht. Aber wenn du was hast, schmied wie unser Nerz frisch aus. Petrus und Andreas nehmen ihre Nase und schmeuten die Rüte. Nur eine kurze Zeit wird ihre Nase ganz voll fesch. Das wird so schwer, er baut dort voll Unjagum. Und ruft in ihre Partner, komm, halb uns, ans Boot wird Unjagum, halb uns unsere Nase Rüte rieten. Die sind ganz voll. In der Kirche sein, die Bootste werden alle Berg ganz voll fesch. Meist ging sie unja. Und sie können meist nicht wieder fahren, wenn es das wohl bloß unja gehen. Und bei Jesus, der kickt Petrus an und sagt ihm, ich will haben, die sollst mir nur folgen und ich will die zu Menschen verschmerken. Ich soll den Menschen von Jesus vertrauen. Diese Feuer, Fäschermänner kickten in die Erdeboots. Noch niemals euer haben sie so viel ab einmal gefascht. Das wird wirklich ein Wunder, was da passiert wird. Des Mond, wer das allmählich gemerkt, der will haben, sie sollen am nur folgen. Petrus doch und all die Menschen, wat wirn bei Jesus gewas, wie det Wunder, wat he gedun hat, mit de Fäsch, wat sei so viel gekriegen haben. Sie wollen de Fäsch kein Dier verkäupen, sie wollen keinen Dollgeld mehr. Aber sei entschieden sich alle, sei wollen Jesus nu folgen, sei leuten de Boots und de Fäsch alles legen. Und folgt den Jesus nu, sei leuten alles drei, und lebt und erleben für Jesus, solang es sei lebten. Vertalten sei den Menschen von Jesus. Wie kann auch Jesus nu folgen und am den ersten Platz geben? Und wie kann auch lernen, andere Menschen zu helfen, was wie auch kann Menschen fescher sein? Sehr, Kinder,
Habe ich gehört, ne der Geschichte, was ich Ihnen vertal von Petrus und Andreas, nähere andere Bärfrin? Sie haben was ganz Besonderes gelehrt. Sie wären gewandelte Menschen, und Gott hat ihnen zu was sehr Großes beraten. Dort wären Jesus seine beste Frin. Dort wären die, wer 3 Jahre mit Jesus taub auf dieser Welt ging, alles hirten, was Jesus sehr, der sahen dort, was Jesus dort. Und sie jäufen alles ab, was sie haben. Er baut ihre Familie, ihr Haus, ihre Freunde. Da läuten sie alle drei, um Jesus nur zu folgen. Von der fragt Jesus die, wo bist du reut zum Abgeben? Würd wir reut sein, wenn wir nicht einen feinen Freund haben, den abzugeben und uns bessere Freunde sehen? Ära, hast du vielleicht eher das Wort, was den ersten Platz in dein Leben hat? Ich glaube, das ist sehr wichtig, was wie Jesus immer den ersten steht geben. Petrus und Andreas hatten einen sehr schweren Tag. Sie hatten danach immer gefasst und hatten nichts nicht gefunden. Aber als Jesus und ich begegnen dort, dann hatten sie ein Dollfasch gekriegt. Und von der mit uns leben, ist vielleicht anders. Wir wollen vielleicht nicht verschreien, aber wenn Jesus mir in die Wort begegnen, dann kann er das Wort ganz besonders vermehren. Kinder, ich will Ihnen von der fragen, will ihr auch Jesus in Ihren Wort einladen und Jesus nur folgen, jeder Tag? Das wird vielleicht nicht immer leicht sein, und die wollen vielleicht auch der und sein, die wollen schwer sein, aber Jesus essen uns heute, der wird uns leiden, jeder Tag, und der wird uns wissen, wo wir handeln sind. Und wenn wir Dinge tun, wo du arig sind, dann werden wir Jesus um zu Gott haben freuen, und werden wir jeder Tag proben, den rechten Weg zu nehmen. Wir wollen Jesus nur folgen, wo immer er uns will handeln. Aber dann sagt Jesus noch, er will uns, mir und die, auch den Menschen verschmieren. Dort meint nicht mit so einer Angel, dort meint wie sollen andere Kinder auch von Jesus vertrauen. Mi haft dort von klein und sehr schon jungen Geschichten vertrauen. Ich da dort fern, für meine Pappen, für meine Mietzen und Huin, ich ja fern, dort Geschichten in der Bibel vertraut. Aber nu haft Gott, was gerötet getan, der dort. Von der ersten Tag kann ich von der zu jungen Kinder alle von Jesus vertrauen. Dort ist ein bisschen so, wenn dort ein Wunder ist. Heute mir niemals vorgestellt, was Gott so großes Wort kann tun und was mir wirklich vom Herzen scheint. Aber von der Welle kann, soll die Kinder jünd auch, jene Nubars, in Freien, wo drum jünd sind, auch von Jesus vertrauen. Und wir wollen haben, wenn den Tag, wo Jesus wird frisch kommt, wo du viel mehr Kinder und Menschen wollen reut sein, zum mit Jesus taub in den Himmel gehen. Dort ist mein geratster Wunsch. So, Kinder, ich wünsche Ihnen eine sehr gute Weg. Ich weiß dort, die haben eine große Abgabe. Durch diese Geschichte, dort ist ein bisschen so, wenn dort eine Schularbeit ist für ihn, aber ich habe gegeben Jesus den ersten Platz, dann wird Ihnen dort schon gehen, auch leichter sein, Menschen von Jesus vertrauen. Ich wünsche Ihnen eine gute Weg und auf Wiedersehen.